Herzlich willkommen zur Vorstellung des Rangefinder-Systems aus der Victory-Linie von Zeiss. Ich werde Ihnen heute die wichtigsten Informationen zu diesem Premium-Fernglas mit integriertem Laserentfernungsmesser geben. Sie werden erfahren, wie das System dem Jäger helfen kann, einen sicheren und weitgerechten Schuss auf alle Distanzen anzutragen. Das Victory RF ist der erste Laser-Rangefinder von Zeiss, der über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügt. Er kann also mit der Zeiss Hunting-App auf dem Smartphone des Jägers kommunizieren. Das Herzstück des Systems ist die Live-Ballistik-Berechnung, die direkt im Rangefinder stattfindet. Dabei werden verschiedene Umweltdaten berücksichtigt, die Einfluss auf die Ballistik nehmen. Zusätzlich werden Daten mit einbezogen, die ich zuvor aus der Hunting-App an den Rangefinder übermittelt habe. Das sind in erster Linie die Ballistikprofile, die ich mir selbst mit Hilfe der Zeiss Hunting-App erstellt habe. Doch dazu später mehr im Detail. Lassen Sie uns zuerst einen Blick auf den Rangefinder werfen. Der Schwerpunkt unserer Entwicklung lag bei einer intelligenten Konnektivität und einem hervorragenden Design und Bedienkomfort. Anders als bei bereits erhältlichen Rangefindern finden Sie beim Victory RF keine störenden Zusatzelemente am Gehäuse oder eine außergewöhnlich lange Bauform. Das Victory RF ist auf den ersten Blick von einem normalen Fernglas nicht zu unterscheiden. Natürlich hat das RF die bewährte optische und mechanische Präzision von Zeiss. Aber erst die hervorragende Messgenauigkeit, der integrierte Ballistikrechner und die Möglichkeiten, persönliche Einstellungen vorzunehmen, machen das Victory RF zu dem neuen Werkzeug für mehr Sicherheit und Präzision auf der Jagd. Sicherlich werden Sie sich fragen, was genau die Unterschiede zwischen dem Zeiss Victory RF und bereits erhältlichen Rangefinder-System sind. Oder was sich hinter der Individualisierbarkeit verbirgt. Und letztlich stellt sich jedem Jäger die Frage, was hat das alles mit einem weitgerechten Schuss zu tun? Das Zeiss Victory RF zeichnet sich durch eine enorme Leistungsfähigkeit im Bereich der Messdistanz aus. Bis zu 2300 Meter lassen sich bei entsprechenden Wetterbedingungen problemlos messen. Wir unterscheiden in zwei Messmodi. Die Einzelmessung, Taste drücken, lösen, die Entfernung wird angezeigt. Zweitens, der Scan-Modus. Taste drücken und halten. Nach 2 Sekunden werden entfernte Objekte kontinuierlich gemessen. Soweit so gut. Alles wie bei bereits bekannten Laserentfernungsmessern. Der Jäger bekommt seine gemessene Entfernung angezeigt. Zusätzlich werden im Display des RF aber noch weitere Informationen eingeblendet. Das System berücksichtigt während der Messung verschiedene Umwelteinflüsse und bezieht diese in die Ballistikberechnung mit ein. Um ein absolut präzises Ergebnis der Live-Ballistikberechnung zu erzielen, werden neben den Umwelteinflüssen auch noch die individuellen Daten des Jägers berücksichtigt. Und in diesem Zusammenhang kommt die Zeiss Hunting App ins Spiel. Die Zeiss Hunting App ist für iOS und Android kostenlos erhältlich. Sie enthält viele nützliche Funktionen. Ein Jagdtagebuch, Wettervorhersagen, sowie die Möglichkeit, individuelle Ballistikprofile für die eigene Kombination aus Munition und Zielfernrohr zu speichern. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, meine komplette Jagdausrüstung auf der App zu verwalten. Und sie ist natürlich die Schaltzentrale für das Zeiss Victory RF. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie Sie das gesamte System konfigurieren, um es auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Um eine Verbindung zwischen dem RF und der Hunting-App herstellen zu können, müssen Sie auf Ihrem Telefon Bluetooth aktivieren. In der Hunting-App im Menüpunkt Connected Products den Connect-Button drücken. Jetzt drücken Sie für 10 Sekunden die Set-Taste am Rangefinder. Zum Bestätigen der Verbindung drücken Sie die Messtaste. Jetzt sind RF und Hunting-App miteinander verbunden. Sie können jetzt über die App folgende Einstellungen vornehmen. Ballistik, Anzeigeoption im RF, Geräteeinstellung, Nutzungsdaten. Kommen wir nun zu den Einstellungen im Detail. Lassen Sie uns mit den Geräteeinstellungen beginnen. Die Helligkeit der Anzeige wird vom RF unter Berücksichtigung des Umgebungslichtes automatisch angepasst. Ich kann jedoch die Grundhelligkeit des Displays mit dem Schieberegler voreinstellen. Maßeinheiten. Hier können Sie einstellen, ob Sie metrische oder imperiale Einheiten verwenden möchten. Zielmodus. Damit kann ich festlegen, ob während der Messung das beste Messergebnis, also die stärkste Reflexion des Lasers, oder das letzte Messergebnis, also sprich das am weitesten entfernte Ziel angezeigt wird.
Zu guter Letzt die Tastenbelegung. Damit kann ich beliebig die Tastenbelegung am RF verändern. Eine weitere Einstellung, die ich in der App vornehmen kann, betrifft die Werte, die im Display des Rangefinders angezeigt werden sollen. Auch hier haben wir Wert darauf gelegt, dass der Jäger sich seine Anzeige individuell anpassen kann. Es sind 7 unterschiedliche Konfigurationen voreingestellt. Zusätzlich kann der Jäger sich seine eigene Anzeige konfigurieren. Also zum Beispiel gemessene Entfernung, Winkel, Klickverstärkung. Jetzt ist unser Rangefinder vorkonfiguriert. Weiter geht es mit der Ballistik. Wie bereits erwähnt, kann der Jäger mit der Zeiss Hunting App unterschiedliche Ballistikprofile für die eigene Kombination aus Munition und Zielfernrohr hinterlegen. Bis zu 9 unterschiedliche Profile kann er via Bluetooth an den Rangefinder übermitteln. Wichtig zu wissen: Durch die Markierung eines Profils als Favorit wird dieses Profil nach der Synchronisation automatisch als aktives Profil im RF geführt. Alle Einstellungen werden nun einfach durch einen Klick auf den Sync App to Product Button an den Rangefinder übertragen. Ab jetzt verfüge ich über ein individualisiertes Gerät. Bei jeder Messung werden jetzt alle relevanten Faktoren in die Live-Ballistik-Berechnung einbezogen. Mein Ergebnis ist ein exaktes Messergebnis, das mir hilft, einen sicheren und weitgerechten, präzisen Schuss anzutragen.